Und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Heute am 1. April. Ich kann euch nur raten, lasst euch nicht verarschen oder ärgern. Und wir sind stehen geblieben, dass wir das Bild natürlich von dem Dr. Marcel verhunzt haben. Und dann haben wir gesprochen, wie Poki es ja angedeutet hatte. Und wir gehen jetzt mal in Raum 122, ne? Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da kommen nur die ganz Kaputten hin. Und rein da. Sehr interessant, Herr Poki. Oha. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich finde es so geil, dass sich Poki hier wirklich ordentlich aufs Korn nimmt. Das finde ich gut. Gute Idee auf jeden Fall. Ich habe dieses Formular hier. Das ist tatsächlich eine Anmeldung für unser Seminar. Aber Ihr Arzt hat vergessen zu unterschreiben. Kommen Sie wieder, wenn Sie eine unterzeichnete Anmeldung haben. Na gut. Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Ja doch. Sehen Sie wirklich raus. Richtig, wir gehen trotzdem noch mal rein. Sehr interessant, Herr Poki. Das überspringen wir jetzt mal. Das hier ist die Gruppen... Wenn Sie... Und hören uns Poki an, ansonsten, ne, kommen wir ja irgendwie nicht zu was anderem. Ja, und da sind wir schon in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Da wir in der Postmoderne sind, war das quasi eine Pflicht, selbstreferenzielle Inhalte in das Spiel einzufliegen. Und entsprechend sitze ich hier in dieser Therapiegruppe und raufe mir die Haare und jammere darüber, wie stressig es war, dieses Spiel zu erstellen. Man sieht mich allerdings nur von hinten. Das liegt auch daran, dass ich ein Gesicht habe, das sich einfach nicht zeichnen lässt. Ich sehe auch auf allen Fotos immer unterschiedlich aus, die man von mir schießt. Manchmal ist da irgendwie so ein schmieriger Film drüber. Fotos von mir gemacht. Ein bisschen besorgniserregend. Ja, besonders freut mich natürlich, dass hier noch Teammitglieder aus dem originalen Edna-Staff zu sehen sind, die halt größtenteils eben auch noch mit an Edna gearbeitet haben, bevor Dedelic überhaupt gegründet wurde. Hier auf der linken Seite ist Olaf, der allerdings auch eine Zeit lang Lead Programmer bei Dedelic war. Das ist ein bisschen fies, dass ich ihn mit zerrissenem Hemdsärmel gezeichnet habe. Der hat sich einfach, glaube ich, in den Tagen irgendwann mal den Hemdsärmel aufgerissen und ist mit diesem Hemd so rumgelaufen und ich habe das gleich ins Spiel mit übernommen. Normalerweise läuft er natürlich mit vollkommen intakten Hemden rum. Hier vorne mit dem roten Pullover, das ist Felix, ebenfalls ein sehr begnadeter Programmierer. Also ich hatte ja insgesamt wenig Hilfe, aber Gott sei Dank bei der Engine, da haben mir der Olaf und der Felix sehr viel geholfen. Und im Hintergrund die beiden Gestalten, das sind auch Programmierer, von denen ich noch nicht mal mehr die Namen, die haben halt sehr kurz nur an dem Projekt mit dran gearbeitet. Stefan hieß der Linke und der Rechte, an dessen Namen erinnere ich mich bestimmt auch noch, wenn ich einmal irgendwann ausschlafe. Das ist aber auch 6 Jahre her, war nur kurz dabei. Vorne rechts allerdings, der René, der hat mir viel bei der Story geholfen und hat auch noch lange Zeit bei Dedelic als Game Designer gearbeitet, hat unter anderem bei New Beginning mitgearbeitet, aber eben auch ganz entscheidend bei Harveys Neue Augen, Anderthalb Ritter und so weiter. Zu dem Zeitpunkt hat er offensichtlich noch extrem lange Koteletten getragen. Das sollte er mal wieder machen. Sieht gut aus, René. Also, wenn du das hörst, Koteletten, top. Alles andere, Flop. Gut, ich weiß gar nicht, wie wir die Unterschrift herholen sollen, denn Dr. Marcel wird die uns wohl nicht wirklich freiwillig geben. Wo bekomme ich denn so eine Anmeldung her? Jetzt noch. Viel Glück. Die Anmeldungen lagen vor Monaten aus. Mittlerweile sind die Formulare bestimmt nach unten ins Aktengrab gewandert. Alles klar, gut, die haben wir. Gut, dann können wir trotzdem nicht teilnehmen, weil wir haben die Unterschrift von Herrn Dr. Marcel nicht. Ich wollte sowieso nicht teilnehmen. Dann muss ich Sie bitten, uns allein zu lassen. Aber... Und machen Sie die Tür hinter sich zu. Schon gut, schon gut. Und
unerhörter Pöbel. Wer braucht die schon? Genau. Mir kam jetzt hier irgendwie nicht weiter. Also wieder zurück. Zurück. In den Hausgang. Und da war nämlich genau die Tür noch offen. Und damit kamen wir auch wieder nach oben. Genau. Alles klärchen. Dann gehen wir wieder nach oben. Hopp, hopp, Edna, los. Na? Warum geht es nicht? Ah, jetzt. Genau, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Hier war ja nichts weiter. Hier wieder eins nach oben. Entweder man könnte probieren, an den Schlüssel nochmal ranzukommen. Oder... ja... ja, keine Ahnung, was jetzt... müssen in den... was war denn das? Das war hier oben... war das Büro, ne? Soweit ich mich jetzt erinnere. Genau, hier ist unsere Zelle. Und hier ist das Büro. Vielleicht finden wir ja irgendwas, das uns dabei hilft, dass wir Dr. Marcel irgendwie eine Unterschrift von dem bekommen. Wir haben hier bloß einen Schreibtisch. Schublade. Benutzen. Zu. Das macht mich rasend. Hören wir mal alles aus und vielleicht kriegen wir die auf. Ich brauche eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Spitzes? Spitzes, Spitzes, Spitzes. Tja, nur noch die Tube Ketchup. Da hilft auch kein Schmieren, sondern nur noch rohe Gewalt. Ach, können wir denn sein normalen Diplom damit nicht voll spritzen vielleicht? Die, sehr schön. Jetzt noch die... wo ist denn die Senftube? Ach, da oben. Den Senf auch noch. Sehr schön. Ich würde sagen, eindeutig ja, verschönert. Damit komme ich in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Mit etwas Glück? Na, wer sagt's denn? Sehr gut, jetzt gucken wir mal rein. Da ist ein alter Schlüssel in der Schublade. Den nehme ich lieber mit. Wenn Dr. Marcel ihn in einer verschlossenen Schublade aufbewahrt, muss der wohl wichtig sein. Alles klar. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir mit dem Schlüssel? Was haben wir davon? Warte mal, ich glaube da unten war... naja, das wäre jetzt purer Zufall, wenn wir jetzt da unten die Tür öffnen könnten, die jedoch in diesem Gitter war. Das war durch ein Stockwerk runter und da hatten wir noch diese verschlossene Tür auf diesem Flur. Ich glaube Treppenhausflur. Nee, ist noch jetzt runter. Genau. Da, die Tür. Ich bin mal gespannt. Benutzen. Mal sehen. Wow, das hat geklappt. Ach nee, sehr schön. Oh Gott, was ist das denn? Das ist doch der... Alfred hieß er? Alfred? Das ist Alfred, der Sohn von Dr. Marcel? Ich glaube, Alfred, ne? Hatte dieses tolle Fahrrad von seinem Vater bekommen. Ich hatte nur eins vom Sperrmüll. Aber besser als keins, ne? Erinnert dich das an etwas, Harvey? Nur, dass uns die Hamsterbacke nie hat fahren lassen. Aber das hilft uns wohl kaum weiter. Sehen wir uns noch etwas um. Bestimmt finden wir noch eine nützliche Erinnerung. Ne, das hilft uns jetzt wahrlich nicht weiter. Auf sagt der diesem Comic. Bild versucht Captain Unbrauchbar, sich an die Telefonnummer vom Tiefparterre-Cave zu erinnern. Was haben wir denn noch? Das Fahrrad haben wir. Kissen. Da ist ein Putzi. Jojo, Murmelglas, Auto, Hausaufgaben, Hausaufgabenbuch. Das ist Alfreds Hausaufgabenbuch. Alfred war ein richtiger Streber. Und er hat mich nie abgucken lassen. Was steht denn da auf den Rand gekritzelt? Mattis Konrad? Das ist doch der Name meines Vaters. Aber es ist nicht die Handschrift meines Vaters. Auch wenn sich da jemand offensichtlich alle Mühe gegeben hat, sie zu kopieren. Moment mal, das ist meine Handschrift. Das kapiere ich nicht. Warum unterschreibe ich im Namen meines Vaters auf Alfreds Hausaufgabenheft? Harvey? Weißt du was darüber? Oh ja,
Ich erinnere mich sehr gut an diesen Tag. An diesem Tag habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Okay, dann können wir Harvey damit benutzen. Erinnerst du dich hieran, Harvey? Ja, Alfred, der Unterricht beim alten Hornbusch war kotzlangweilig. Und während Alfred brav mitgearbeitet hat, habe ich dir beigebracht, wie man Unterschriften fälscht. Meinst du, wir können dahin zurück, damit ich die Fähigkeit wieder erlerne? Ich denke, das geht klar. Bist du bereit? Alles klar, ich bin bereit. Ja, Tempomorph für mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Oh je, ich fürchte, ich erinnere mich wieder. Das hier ist der Mathematikunterricht von Herrn Hornbusch. Er war sehr streng und hatte mich auf dem Kieker. Meinst du? Er sieht ein bisschen aus wie ein Alien aus Star Trek. Ich fürchte, wenn ich nicht aufpasse, sperrt er mich wieder in den Schrank. Dieses Rätsel musst du wohl alleine lösen. Viel Glück, Harvey. Alles klar, wir sind mit Harvey alleine unterwegs. Gehe zu Loch. Das ist ein Loch. Das ist ein Brief. Achso, genau. Hier haben wir jetzt wieder das Ding, dass wir hier alles eigentlich soweit, was anzuklicken ist, wieder unten die Zeile ziehen können, um später dann damit mit Edna drüber zu reden. Entweder jetzt in der Zeit oder wenn wir wieder zurück sind. Also das ist eigentlich ganz nett gemacht. So, ich denke, wir werden aber in der nächsten Folge erst alles einsammeln. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und zum Abschluss, so wie meistens immer, sprich nochmal zu euch, Poki. Tschüssi. Ja, ich bin mir nicht sicher, inwieweit man das beim Spielen oder Schreiben des Spiels reflektiert, aber eigentlich ist der Sachverhalt, dass Edna zur Strafe für Störung des Unterrichts in einen Schrank gesperrt wird, doch hochgradig bedenklich. Jetzt möchte ich aber das Augenmerk einmal auf dieses wundersame Kleiderstück im Hintergrund lenken, zumal dort der Brief, den Mattes an Herrn Hornbusch geschrieben hat, drin steckt in der Tasche. Müssen wir wohl davon ausgehen, ja, dies ist der Mantel von Herrn Hornbusch. Wie sieht er wohl in diesem Mantel aus? Warum trägt er ihn? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht.